Wir möchten in dieser Folge ein im Internet gesehenes Thema aufgreifen. Die Abkantbank für den Schraubstock. Gerade für kleinere Blechteile sicherlich eine gute Lösung. Wir haben die Dateien heruntergeladen und im Werkstattgebrauch getestet. Wichtig beim Ausdrucken solcher 3D-Werkzeuge ist die Gestaltung des Inlays, sprich die Stützstruktur im Inneren des Objekts. Die Außenhaut wurde mit 3 mm festgelegt und das Inlay mit 60% Dichte und einer kubischen Struktur. Damit werden die Teile zwar schwer, aber in jedem Fall sehr viel stabiler. Damit die Abkantwerkzeuge im Schraubstock halten, werden starke Magneten in die Halterung eingeklebt. Die beiden Backen werden an den Schraubstock gesetzt und das Blech eingeklemmt. Wird der Schraubstock nun angezogen, wird das Blech abgekantet. Gerade bei sehr engen Abkantungen ist diese Technik Gold wert. Denn wie bei der großen Abkantbank ermöglichen spezielle Finnen solche engen Formen. Auch runde Formen können mit der Technik an das Blech geformt werden. Wie zum Beispiel abgerundete Kanten. Die Möglichkeiten mit solchen Werkzeugen sind sehr groß. Wir haben das Werkzeugsystem bereits erweitert und individuelle Formen vorbereitet.